Hallo und herzlich willkommen bei einem Tuning Let's Play von GTA 5. Ich habe jetzt einen Karin Kuruma gekauft und also nicht gepanzert. Und eigentlich sieht er voll cool aus ohne. Und deswegen dachte ich mal, ich mache ein Video davon, wie ich ihn jetzt auftune. Vielleicht sieht er geil aus, vielleicht auch mal nicht, wenn ich ihn tune. Und ja. Was ist Mechaniker, genau. Ja. Also wie ihr merkt, ich mache sehr viele Let's Plays, Let's Shows oder kannst du mir bitte leise sein? Ja, sorry. Ja, oder vieles halt, ne? Ich mache halt viele Videos, sag ich mal so, weil ich in letzter Zeit keine Videos mehr gemacht habe. Wie nix Anfrage. Ich habe nicht mal eine Anfrage gemacht. Komisch. Vielleicht muss ich erstmal mein Motorrad holen und dann parken, ja. Und wie ihr vielleicht ein paar Mal merkt, jetzt kann ich ein bisschen länger aufnehmen, okay, eh nicht, aber ich meine jetzt nur, ja, aber ich habe immer noch ein bisschen so, ja, Problem, das jetzt zu machen, also wegen den Kameraeinstellungen, alles mögliche, weil ich habe da meistens eigentlich nie Platz, gerade weil ihr wisst gar nicht, wie ich immer aufnehme, wie ich mein Handy oder so weiter hinstelle, also ich habe zwar ein cooles Handy jetzt hier. Ich meine, das ist schwierig, damit jetzt gerade aufzunehmen, weil ich habe ja keinen Ständer oder so. Ja, das ist halt das Problem. Und es ist, glaube ich, gerade, ja, 9.43 Uhr, ja. Dann dachte ich mir, ich mache mal so um 9 oder irgendwann so ein Video. Ja, ich habe einen Zeitplan gerade, deswegen, ja. Kann jetzt vielleicht ein bisschen dauern, das überspringen wir gleich. Zack. Sorry, wenn es lang dauert. So. Okay, jetzt können wir raus. Holen dann unseren Kuruma. Und. Okay. Und mods ihn halt auf, ja. Keine Ahnung, wieso es so lange dauert. Ja, es ladet auf jeden Fall. Okay. Hat mich gerade gefragt, deswegen. So. Also mein GTA kackt meistens voll ab, weil ich bekomme halt voll viel Netzwerkfehler letzte Zeit. Es liegt wirklich nicht wegen meinem Internet. Ich habe sogar ein neues. Und ich weiß es nicht, aber vielleicht. Ich werde. Oh Mann, diese blöde Anfragen, ey. Jetzt muss ich extra da hinfahren. Wo ist denn das? Achso, das. Ja, falls ihr euch fragt wegen der Garage hier, ja, vielleicht, ich habe mal in YouTube geguckt, da gibt es so einen Glitch mit so einer Garage, da kannst du von einem das Auto also duplizieren, da hast du das Auto und der eine hat immer noch seins, also Beispiel der eine, du glitcht von deinem Freund ein Entity und dann hast du es halt Beispiel auch genau seins halt, gleich aufgetuned. Und so weiter. Das finde ich halt voll cool, deswegen habe ich die. Wir haben eine kleine Abkürzung. Oh oh, nicht gesehen. So, ich biege mal hier ab. So, mach schneller. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich dachte, ich muss gerade ausfahren. Ja, mit so scheiß Wagen kann ich einfach nicht fahren, ey. Ich bin so gewohnt, richtig schnelle Wagen zu fahren, ey. Die sind gar nicht schnell. So richtige Sportwagen, Alter. What the? Oh, knapp. Ja, das. Nee, das ist ein Coupé. Wusste ich gar nicht. Sieht so aus wie ein Sportwagen, deswegen. Ah, guck, wie ihr seht, ich kann gerade nicht fahren mit so Wagen. Ich bin schlecht darin. Ja. Yeah. Was habe ich denn alles für Waffen hier? Oh, ich habe noch meine Leuchtpistole. Oh fuck. Zack. Also wie ihr seht, habe ich hier Gold. Oh fuck, ich habe gerade nicht auf das Auto geachtet. Tut mir leid. Ja. Wenn ihr dann mal mit mir, also falls ihr es wissen möchtet, ich spiele auf der PS3. Naja, wisst ihr vielleicht sowieso. Und falls ihr dann mit mir zocken möchtet, dann schreibt mir in den Kommentaren.
Dann sage ich euch mein, wo ich bin, also meine Online-Sitzung und so weiter. Dann könnt ihr reinkommen. Dann können wir halt spielen. So. Also mein Kuruma. Hier. Hey, aber ohne gepanzerte, sieht eigentlich auch in Ordnung aus. Also die Fahrt zur Los Santos Customs überspringen wir mal. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Ich mach das jetzt so aufmotzen. Ja, ich mache mal hier. Was? Gibt keins mehr hinten? Ja, okay. Motor. Boah, 33.000 übertreibt. Ja, okay, egal. Hupe. Ja, eigentlich das ist ja jetzt gerade am besten hier. Zack. Nummernschild. Chrome. Schreibt mal bitte in den Kommentaren, welche Lackierung euch am besten passt. Also, ich nehme jetzt einfach mal Limettengrün. Oder ich muss mal gucken, wie es aussieht. Irgendwie wird es so blau lassen. Ich weiß es aber nicht. Ich muss gucken. Da muss ich noch kurz warten. Ja. Oh Mann, dieses ganze. Boah, Alter. GT-Flügel. Na, ich weiß nicht, ob das geil aussieht. Das ist voll groß. Das sieht eigentlich aber. Ach komm, ich mache einfach GT. Auch wenn das zu groß ist. Viel zu groß. Ich weiß nicht, ob wir Turbo brauchen. Ich nehme es aber trotzdem. Was brauchen wir? Wir nehmen einfach mal Luxus. Ach nee, übertreibt doch. Wo sind diese Shadow? Ah, da war doch Carbon Shadow. Ach nee. Nehme ich Sport. Ich meine, immerhin Sportwagen. Nehmen wir mal. Boah, das sieht eigentlich geil aus. Ihr könnt es dann beim Hinterrad sehen. Vorderrad, ja, weiß ich, da könnt ihr zum Beispiel nicht sehen. Ja, ich mach's mal rot. Zack, zack. Dann mach ich mal Reifenqualm blau. Fenster mache ich komplett dunkel. Ja, okay, also ich muss zugeben, echt, die Lackierung ist gerade nicht schön. Muss ich zugeben. Ich muss jetzt mal die Sekundärfarbe. Soll ich den Crew? Nee, cool. Sieht halt aus wie schwarz, also. Rot. What the fuck? Das sieht geil aus. Ja. Ja, sieht eigentlich schon noch. Ja, wenn ich das weiß. Wow. Ja, okay, Chrome. Das und das. Ja. Muss ich mal so sagen. Wow, aber ich muss mal sagen, ich könnte es doch in weiß machen. Da könnte ich noch eine andere Farbe nehmen. Ich muss erst mal gucken. Sieht irgendwie. Dieses Auto erinnert mich an irgendwas. An irgend so einen Wagen. Ich bin mal mir nicht sicher, welches. Man muss immer noch gucken. Das sind so geile Farben, aber ein paar sind auch nicht. Oh, Metallics habe ich gar nicht gesehen, gell? Das sieht doch schön aus. Richtig metallisch, Alter. Oh ja, genau, Weinrot. Was gibt's noch? Sonnenaufgang. Renngrün. Hellgrün. Ach komm, wir nehmen mal das. Dann nehmen wir Sekundärfarbe. Komm, was nehmen wir da? Weiß. Ja, komm. So, da haben wir. Wollen wir machen noch mal ein Crew-Emblem? Nee. Wäre schön, wenn es auf der Motorhaube wäre. Also hier. Nee, ich lasse da mal so. Ich habe jetzt keine Panzerung reingebaut. Deswegen soll mein Kuruma ohne Gepanzerung. Also irgendwie so Panzerung sein. Ja, okay, echt. Ich muss sagen, das Spoiler sieht echt scheiße aus. Irgendwie finde ich es zu groß. Findet ihr das auch? Komm, das machen wir noch weg. Oha, ich habe voll wenig Geld. Ich habe so 1 Million gerade mal. Wenn es für euch viel sind, für mich ist es gerade nicht viel. Ich werde mir noch mein Geld sparen. Dann mache ich mir so circa 5 Millionen. Okay, das dauert aber echt. Keine Ahnung, wie ich da das Geld auftreiben werde. So, aber ich guck, ich sag ja, das sieht eigentlich in Ordnung aus. Schon noch weit. Ja, komm, nehme das. Zack. Oh, jetzt doch besser. Perfekter Wagen. Jetzt zeige ich mal ein bisschen, wie der fährt. Ich muss auch mal gucken, wie der ist. Aber eigentlich sieht er voll cool aus, muss ich zugeben. Also es geht, sag ich mal so. Also ja, komm, es geht. Oh, warte, es hängt. Tut mir leid, es hängt gerade ein bisschen. Also es leckt. Sorry. Dann fahren wir mal. Boah, dieses Hängen jetzt, das regt ein bisschen. Aber ich fahre irgendwie ein bisschen zu schnell. Denke ich langsam. Oh, jetzt habe ich schon voll den Kratzer, ey.
Komm, okay, schnell ist er schon eigentlich. Naja, geht. Na, die Schnelligkeit muss ich noch mal gucken, obwohl ich voll aufgemacht habe. Ja, okay, Kuruma ist halt nicht gerade das beste Wagen, aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie man so aufmotzen kann, so ein Kuruma, aber ohne gepanzert, also gepanzert. Ich meine, ihr habt ja schon meine Garage gesehen, da war ja eins mit gepanzert, das war so weiß und so, ja. Ja, also auf jeden Fall, das war's von meinem Video. War vielleicht kurz, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, eure Entscheidung. Falls es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch oder abonnieren. Das war's von meinem Video. Ich werde noch natürlich mehr machen. Naja, aber heute jetzt vielleicht nicht mehr. Es kommt drauf an, weil ich heute ist ein. Ja, es hat. Heute ist halt Wichtiges zu tun und deswegen, ja, muss ich halt gucken. Also, wie gesagt, das war's von meinem Video und tschüss.